Hast du mich vermisst? Du lebst. Die Katze da ganz entspannt halt, Bayek! Was? Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Ist mir scheißegal. Er tötete meinen Sohn! Ernsthaft, es braucht nur zwei Leute, um Dings zu besänftigen? Der Pharao ist tot! Alter. Ey, Bayek, von einem Schlag lässt du dich doch nicht unterkriegen. Ey, Bayek, steh wieder auf, hau ihm in die Fresse. Alter, Bayek, du Schwächling, wirklich. Wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Ganz schön wenig Leute für so viel Jubel. Nein. Der hat Septimius nicht zum Leibwächter gemacht. Am gleichen Tag, Alexandria. Gut besuchter Bezirk. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdammt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Ach! Verräter. Wow, Aya. Ich hätte ihm ins Gesicht geboxt. Nicht gegen die Wand. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht.
Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siva. Auf die Bruderschaft. Die Bruderschaft! Es gibt bessere Trinksprüche. Wenn die Bruderschaft besteht jetzt nur aus so einem Pleppos? Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Sprich mit Aya. Okay. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Aya. Wir suchen immer noch Remus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Ich dachte, du willst jetzt aufhören mit den Morden. Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Naja, vorhin war das ja kein Sperrgebiet, aber gut. Gibt's hier keinen Eingang? Apollodoros. Wir müssen uns beeilen. Wow, Alter. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten können. Okay. Hör auf zu zappeln. Du überlebst so nah. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Ja, ja, komm, was zu erzählen. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Aya. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Wen sollen wir noch alles umbringen? Jetzt Flavius, nachher ist es Cäsar, dann ist es noch Kleopatra, dann ist es noch Aya, dann ist es noch Alexander der Große, gegen den wir kämpfen Reise, müssen. Apollodoros. In das Haus des Hades. Der Löwe, Flavius. Erfolg, Freundschaft, das Nachspiel, 6000 FP. 47 von unserer Zeit.
Außenbezirke von sie. Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Das ist doch ihr Magen-Darm, der rumkriegt. Freund, der, wie heißt er nochmal? Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Schaltet die Eindringlinge aus! Vor allen Dingen sind alle nur auf dem Rücken und drehen sich so, ne? Keiner irgendwie auf dem Bauch oder auf der Seite, der mal so liegt. Ah ja? Wow. Ja, ja, ja. Sagt er so. Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte. Wir dürfen uns nicht. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. Ja, es ist Flavius, es ist Kleopatra, wie gesagt, wir bringen, am besten bringen wir alle um. Ach du Scheiße. Am besten bringen wir alle um. Rabia, was ist geschehen? Rabia? Ja. Wo? Oh. Ayek. Aya. Beeilung. Hepzifer, das Gewölbe. Rabia, wir kommen zu dir zurück, wenn es geht. Wow. Hier sind schon die ersten tot. Eindringlinge! Angriff! Was mit Duplex? Wieso sind die eigentlich nicht tot? Oh. Ah ja? Ja. Ah ja? Wow. Ah ja. Kommst du? Dann fährt auch gerne mal Feuer unter dem Hintermann. Was macht das da? Oh. Hey, ich will nicht alleine da rein. Ich meine, ich schaff das, aber. Alter. Bringen wir noch Flavius um diesen kleinen Pisser. Naja. Dann kommt halt Aya nicht hinterher, ist mir auch egal. Ja, lustig. Wie kommen wir in das Gewölbe? Wow. Verschwinden wir von hier. Ach, Quatsch. Komm, wir müssen schnell sein. Ja, lass mich doch mal bitte hier hochklettern. Beeil dich.
Ich erlöse dich. Da! Tötet sie! Tibiave! Ibimanere! Ultimen Pol! Fünf-Tasset! Ah ja, ich könnte dich jetzt sehr gut gebrauchen, aber... Interessiert dich ja nicht einer, ne? Stark befestigt. Benimm dich, Liebster. Du denn jetzt her? Das Gewölbe plötzlich! Entdeckung! Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Nein! Bayek, ist das ein Traum? Nein. Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land vorstellen? Kein Mensch sollte den Göttern so nahe kommen. Ey, da liegt jemand. Wer hat das erschaffen? Helpzifer, der wohnt doch hier. Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek. Bayek. Das ist Helpzifer. Boah, ich sollte nichts mehr laut aussprechen. Alter. Oh, mein Sanny. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein, wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Ich sollte nichts mehr laut aussprechen. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifer wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende. Ja, komm. Da zahlen sie alle irgendwie. Einen Fähigkeitspunkt haben wir nur, okay. Ich wollte gerade gucken, ob wir irgendwie noch was leveln können. Aber ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Scheiße. Bayek! Ah. Du hast Hepzifer gefunden. Tod. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Wie konntest du das sehen? Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst ihm ein Ende setzen. Bayek, Aya, die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann... sorgen wir für Gerechtigkeit. Indem wir wieder töten? Lass die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt.
auf das Hepzephar frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzephar, alter Freund. Ich vermisse unsere Gespräche und das Bier. Hepzephar, alter Freund. Siva braucht dich, Hepzephar. Ruhe und Frieden. Oh, hallo Eier. Sprich mit Rabi. Bayek, ja. Hepzephar hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre. Verzeih jetzt, ist doch wahrscheinlich. Stufe 32, Qualität 76. Ausrüstung. Das ist ja nichts, das ist ja 20-fach so schlecht wie meins. Also nicht 20-fach, aber. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Chemu und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Arya. Das war's dann wohl. Tschüss, Arya. Wollt ihr vielleicht noch ein letztes Mal bumsen? Was ist das denn? Kommt ein neuer Herausforderer. Was? Das muss ich erstmal untersuchen. Was für ein neuer Herausforderer? Was sind das für orangene Missionen? Haben wir die schon einmal gemacht? Nee, wir haben. Orangene Mission schon mal gemacht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwas haben wir gemacht. Nur dann ergibt es einen Sinn. Womit hat dieser Mann eine solche Behandlung verdient? Er floh wie ein stinkender Feigling und ließ es zu, dass meine Gladiatoren gefangen wurden. Gladiatoren? Können die sich nicht selbst verteidigen? Sie haben geschlafen. Egidio hier sollte Wache stehen. Zwei meiner besten Gladiatoren, Kosei und Vamukota. Wir waren auf dem Weg zur Arena und gerieten in einen Hinterhalt. Ich konnte entkommen. Erbärmlicher Feigling! Ich hole dir deine Gladiatoren zurück. Aber lass diesen armen Mann in Ruhe. Wenn du meine Männer findest, bring sie direkt zur Arena von Kyrene. Der Angriff fand nordöstlich von hier statt, bei einer Holzbrücke auf dem Weg nach Kyrene. Komm, Egidio. Vielleicht gewinnen wir die Meisterschaft ja doch. Machen wir mal eine Nebenmission. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Quests. Okay. Verlockung des Ruhms trifft den eigentlich immer der Arena von Kyrene. Ach, da müssen wir sowieso hin, ne? Shadias Ruhe, nachdem er das gut hat. Das machen wir auch noch und bei Reisenfluchen. Okay, na, das kriegen wir auch hin. Wow.
wenn wir beide sofort die Waffe ziehen können. Ne? Bam. Da oben. Das ist die Brücke, die Egidio erwähnt hat. Die Banditen können nicht weit sein. Da oben in der Festung. Whoa. Obwohl, nee, ist eigentlich eine Römerfestung, ne? Ja, und ich glaube, ich habe auch schon den Eingang zur Hölle gefunden. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Das ist die Höhle, wo wir Ewigkeit nach dem Schatz da gesucht haben, ne? Kann sein. Hier ist einer der Gladiatoren. Er scheint betäubt. Alter, wieso kommen da jetzt keine Geräusche mehr? Ist jetzt Dings abgeschmiert? Komm mal bitte mal reden. Egidio ließ mich nach dir suchen. Was? Das richtest du besser nicht. Stirb, du Sau! Aber, was ist denn jetzt? Wir sind doch außerhalb des Banditenlagers. Kannst du laufen? Ich versuch's. Geht es dir gut? Wo ist der andere Gladiator? Dieser Bastard. Er hat uns betrogen. Er hat seine Entführung vorgetäuscht. Mhm. Was? Die Banditen sprachen mit ihm wie mit einem Freund und gaben ihm ein Pferd. Weißt du, wohin er geritten ist? Sie sagten ihm, am See auf dem Berg im Norden sei alles vorbereitet. Wenn du ihn findest, schlag ihn für mich ins Gesicht, ja? Nicht nur das. Natürlich. Thanasis und Egidio warten in der Arena von Kyrene auf dich. Aber ruh dich erstmal aus. Genau, leg dich auf den Boden und ruh dich aus. Kosei ist sehr stark. Prost. Wie die Mutter erwähnt hat. Nun, wo ist Kosei? Thank you.
Also ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wo. Hier sind Vögel, das sind ja keine Waffen. Okay. Hier, das hier ist halt komisch, ne? Wow. Ha! Ein Kind ganz allein. Da, Tatsache. Hallo. Hallo, meine Kleine. Was machst du denn hier? Ich bin nicht klein. Ich bin schon 5. Ja, bist klein. Oh, verzeih mir. Mein Name ist Bayek. Und wie heißt du? Andalika, nach Hause zu deiner Mutter. Sofort. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, Posey. Ich bin damit fertig. Posey, halt! Das ging ja schnell. Entschuldige meinen Mann. Es war eine schwierige Reise. Bamukota hat mir alles erzählt. Zum Glück geht es ihm gut. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Warum täuscht du deine Entführung vor? Kannst du dich nicht einfach von Thanasis freikaufen? Das wollte ich. Er weigerte sich. Als sein bester Gladiator bringe ich ihm viel mehr ein. Bleib bei deiner Familie, Kosei. Ich kümmere mich um Thanasis. Dich haben die Götter geschickt. Warte mal. Wenn wir... Besprechen wir in der nächsten Folge.